Der Videoclip zum Schlager Genie. Augenscheinlich handelt es sich um die Entführung, Vergewaltigung, Ermordung einer 19-Jährigen. Der Österreicher Falco hat das Lied in die Hitparaden gesungen. Wir fragen uns, wie dieser Erfolg zu erklären ist. Ich mich. Guten Abend, liebe Zuschauer. Sie werden sich fragen, warum uns ein solcher Schlager eine Nachricht wert ist. In der Diskussion innerhalb und außerhalb unserer Redaktion gingen die Ansichten darüber weit auseinander. Nach 5 Jahren im Ausland und mit der deutschen Schlagerszene nicht so vertraut, habe ich Genie im Autoradio gehört und mich entsprechend aufgeregt. Damit hätte es ja genug sein können. Dann hörte ich aber, dass der Schlager die Nummer 1 auf verschiedenen Hitlisten ist. Eine Recherche ergab, dass alleine gestern 20.000 Platten verkauft wurden. Die Zahlen und die Fakten machen Genie also zur Nachricht. Sehen Sie zunächst einen Beitrag, den Wulfing von Rohr nicht ohne Engagement vorträgt. Musikredakteur Thomas Brennecke im Bayerischen Rundfunk hat Konsequenzen gezogen. Außerhalb der offiziellen Top-10-Liste soll das Lied in seinem Bereich nicht mehr gespielt werden. Er findet den Text widerlich, hält das Lied für unsendbar, kann die Proteste gegen das Lied gut verstehen. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass jemand, der in einer ähnlichen Situation ist, jemand, der zu Hause sitzt und auf seine Tochter wartet, die ein bisschen zu spät von der Schule nach Hause kommt, dass der, wenn er so ein Lied hört, sehr, sehr unangenehme und sehr scheußliche Empfindungen haben muss. Und ich finde nicht, dass man das unbedingt verbreiten muss. Und noch dazu in einem Medium, das Medium Schlager meine ich damit, das halt immer vorgibt, wir wollen unterhalten, wir wollen die Leute fröhlich machen, wir wollen den Feierabend versüßen. Da sehe ich halt nun wirklich ganz schwere Probleme.